Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute möchte ich euch eine Seite vorstellen. Das ist, glaube ich, keine App. Eine Seite, die mir ein Zuschauer geschickt hat, beziehungsweise mich da verlinkt hat auf Twitter. Moment, muss ich kurz suchen. Was ich halt persönlich sehr interessant finde. Hab in letzter Zeit nicht so viel gezockt, nicht so viel Lust gehabt und auch keine Zeit. Aber was ich halt immer gemacht habe, sind Arenen. Also hier, die hier bei mir sind alle auf Gold. Zeige ich euch gleich. Aber die eine Station weiter, noch nicht. Und das ist momentan so mein Projekt. Und da mache ich die. Also wenn ich nach Hause komme, steige ich halt eine Station früher aus. Und wenn ich losgehe, dann gehe ich erstmal da runter und mache Arenen und dann steige ich in die U-Bahn. So, aber, Moment. Wo ist das? So hier. Shoutout an 4K Drohne, weiß. Das nennt sich battlecalculator.com. Pokémon Go anscheinend, okay. Klicke ich hier drauf. Und der zeigt dir den Fortschritt der Arenen an. Wie viele Punkte noch fehlen und wie weit es noch ist bis Gold-Status. Ganz einfach, hier steht, wähle einen Screenshot aus. Du musst halt einen Screenshot machen. Und dann, hier sind so Beispiele, und dann kannst du sehen, wie viel ungefähr der Fortschritt ist und wie viel dir noch fehlt. Was sehr praktisch ist. Moment, ich gehe mal ins Spiel und zeige euch die Arena und welche ich da machen will. So, ins Spiel eingeloggt. Fangen wir kurz das Weberack. Ihr wisst, EP ist immer gut, Bonbons. Darf man sich nicht entgehen lassen. Great, sehr gut. 529. Super Ball kriegt der. So. Aha. Okay, drin geblieben. So. Das finde ich auf jeden Fall sehr nützlich. Weil Niantic das irgendwie nicht anzeigt. Keine Ahnung wieso. Und vor allem jetzt. Ich habe eine Arena. Moment, ich zeige euch erstmal alle Gold. So. Und zwar den Brunnen in Pasing habe ich letztens Gold gemacht. Und der Balken war bereits so voll. Ich dachte, okay, ich gehe hin. Also das war beim Doppel-Bonbon-Event. Ich gehe hin, kämpfe ein paar Mal und dann ist Gold. Und dann habe ich da einen Tag gebraucht. Also ich habe den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag durch gekämpft. Aber schon ab und zu relativ oft gekämpft an dem einen Tag, wo ich dachte, dass es eigentlich schon voll ist. Und dann habe ich sogar am nächsten Tag noch ein bisschen gekämpft. Also echt unnötig, dass Niantic das nicht anzeigt. Keine Ahnung wieso. Also die Arena, da war ich fast nie drin. Nur gefüttert und gekämpft. Also nie lange. Ich habe halt gekämpft, die platt gemacht, mich kurz reingesetzt, schnell gefüttert, 10 Bären und dann bin ich wieder rausgeflogen. Und diese Arenen habe ich ja alle auf Gold, die 6. Das sind genau die 6 hier bei mir. Bei 3 bin ich gerade drin. Bild lädt nicht, so. Das sind, Moment, die 3 hier. Die eine ist gerade blau. Und die 2. Die habe ich schon alle auf Gold. Und die nächsten wären, Moment, muss ich jetzt wieder hier drauf, so, nach Punkten. Und die nächsten wären hier, bei der nächsten U-Bahn-Station, also Harthof, eins davor. 1, 2, 3, 4, 5. Die 5. Und danach wahrscheinlich irgendwelche in Pasing, weil ich da momentan öfters unterwegs bin. Keine Ahnung, wie viel noch fehlt. Die werden wir jetzt alle im Calculator abchecken. Aber, wie gesagt, echt nützliche Funktion, vor allem, weil Niantic das nicht einführt. Keine Ahnung, wieso. Man braucht, also, man hat 40.000 Punkte gebraucht, um sie auf Gold zu bringen. Ein paar haben jetzt gemeint, man braucht nur noch 30.000, das wurde runtergesetzt, aber davon habe ich nichts gehört. Also bin ich mir da nicht sicher, ob das so stimmt. Und echt schade, dass Niantic das nicht hat. Zum Beispiel würde hier, keine Ahnung, was stehen. Keine Ahnung, 35.000 von 40.000 oder sowas, nehme ich mal an. Vor allem, weil der Punktestand weiterzählt, obwohl man die Arena schon auf Gold hat. Ich habe hier zum Beispiel nach Punkten geordnet. Das heißt, die direkt hier ist, meine Home Arena sozusagen, die hat am meisten. Deswegen ist die auch am Platz 1. Und Brunnen zum Beispiel, die habe ich gerade erst Gold gemacht, die ist auf dem letzten Platz. Sprich, die hat am wenigsten Punkte. Hier müsste zum Beispiel eigentlich stehen, keine Ahnung, 41.000 von 40.000 oder so. Und hier müsste zum Beispiel 200.000 stehen oder so von 40.000. Das ist echt schade, dass die so solche Kleinigkeiten nicht anzeigen. Aber, wie gesagt, so. Von dem habe ich, glaube ich, schon einen Screenshot gemacht. Vorhin beim Testen. Machen wir noch hier. Screenshot.
Da sitze ich auch fast nie drin, also. Da wohnt eine Familie direkt daneben, die macht die immer blau. So, hier, Screenshot. Hier, die Kirche. Da sitze ich auch nie lange drin. Da ist so ein Typ, der heißt Matze on Fire oder sowas. Der macht die direkt immer wieder rot. Und hier die, die ist halt am weitesten weg. Also manchmal bin ich zu voll und mach die dann gar nicht mehr. Und da wohnt auch eine direkt daneben. MC Woman heißt die oder so, blau. Macht die auch immer direkt wieder blau. Das heißt, ich sitze in den Arenen nie lange drin. Es wollten auch viele von euch wissen, wie viele Goldarenen ich habe und sowas. Zum Vergleich, weil Leute, die außerhalb ein bisschen wohnen und keine Ahnung, ländlicher, die sitzen so lange in den Arenen. Manche schicken mir so Screenshots von 60, 70, 80 Tagen oder sowas. Also echt krank. Mein Rekord war, glaube ich, 1,5 Tage. Dann geht's wieder raus. Und dementsprechend habe ich auch erst nur 7 Arenen auf Gold. Manche schicken mir so Screenshots und Bilder von 20, 30, 40 Gold-Arenen. Aber wie gesagt, die 5 jetzt mein nächstes Ziel. Und jetzt schauen wir uns mal. Oh, warte. Parsing können wir uns auch noch kurz ein paar Sachen anschauen. Also. So als Vergleich, wie viel da noch fehlt. Weil der ist noch relativ niedrig. Das ist, glaube ich, ein Fünftel bis Gold. So. Okay. Gehen wir zurück auf die Seite. Twitter. Und Screenshot auswählen. So, dann von so Bilder stimmt. Und dann Screenshots hier. 73% circa. Ich brauche noch ungefähr 7133 Battle-Punkte. Plus minus 116, okay? Das ist so der Grenzbereich. Und hier haben die so Vorschläge, was ich machen kann, damit die auf Gold kommt. 8 Raids. Ein Raid bringt 1000 Punkte, okay. 72 Mal ein Pokémon reinstellen. Weil Pokémon reinstellen bringt 100. Das wären 7200. Oder für 4 Tage und 23 Stunden drin sitzen. Oder hier sogar 476.500 CP Pokémon besiegen oder 714 Bären füttern. Also relativ möglich, relativ nah. Nicht mehr viel Filter. Und da müsste ich die auf jeden Fall geschafft haben. Das ist auf jeden Fall die nächste. Da fehlt echt nicht mehr viel. So, nächster. Der hier bei der Familie, die mich nie drin lässt. 70% ungefähr. Okay. 7823, auch 8 Raids, 79 mal reinhocken. Ich hocke mich ungefähr zweimal am Tag rein, also in der Früh und am Abend. Ich denke mal, diesen Monat November müsste die auf Gold werden. Und die andere davor auch. So. Bei dem bin ich, glaube ich, auch noch relativ nah. 68%, okay. Über 8000 noch, okay. 9 Raids, 83 mal reinsetzen. Jetzt kommen die eher schwächeren, wo es noch ein bisschen länger dauern wird. Wir hier erstmal die eine Kirche, wo immer dieser Matze kommt. Kurz vor 50%, okay. Das wären 15 Raids, das wird nicht passieren. 143 mal reinsetzen. Zwei am Tag, das wären über 70 Tage. 9 Tage drin sitzen, fast 10 Tage. Das wird auch nicht passieren, solange Matze da ist. Oder 951 mal kämpfen. Oder 1400 Bären, okay. Ja, schauen wir mal. Ich versuche eh immer da bei der, also da, wo ich am wenigsten habe, immer so viel zu füttern, wie es geht. Und da, wo ich schon relativ weit bin, eher nicht zu füttern. So, und die letzte bei der Kirche. 33%, okay, ein Drittel. Ja, das geht schon. Weil auf dem Ding, auf dem Balken sieht es ein bisschen weniger aus als ein Drittel. 17.000 fehlt da noch. 12 Tage und 2 Stunden müsste ich theoretisch drin sitzen, was auch nicht passieren wird, solange MC Woman daneben wohnt. 1159 Kämpfe circa. Pro Kampf, also pro Durchgang, sagen wir, es sind 6 drin. Sind 6 mal 3, 18. Das heißt, viel zu viel.
Aber zum Glück, jedes Mal, wenn man hinkommt, setzt man sich ja rein, kämpft und füttert. Also, ich hoffe, dass ich den auch diesen Monat noch schaffe. Aber wir werden es sehen. Aber jetzt kann man auf jeden Fall den Fortschritt nachschauen, was schon mal sehr gut ist. Dann schauen wir nochmal Parsing an. Also, Parsing ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das noch dieses Jahr schaffe. Ist wahrscheinlich so ein Projekt für 2018. Die paar gehen da um den Bahnhof und um Parsing herum. Oh, 20% ist schon mehr, als ich erwartet hatte. Aber wie gesagt, das dauert noch ein Weilchen. So, das war's. Wollte euch nur die Seite vorstellen, die nicht gesponsert ist. Kleiner Scherz. Ich fand's halt relativ interessant, vor allem weil ich jetzt gerade die Arenen mache und die auf Gold versuche zu bringen. Eines meiner Ziele momentan. Fand ich das persönlich sehr interessant. Und hoffe, ihr findet es auch interessant und kann dem einen oder anderen weiterhelfen. Ich gehe jetzt raus, also nicht jetzt gleich, aber heute noch. Und versuche da drüben ein paar Punkte zu bekommen, damit die Arenen endlich auf Gold kommen. Wie gesagt, hoffentlich bis Ende November. Das ist so eins meiner Ziele momentan. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Goldarenen ihr habt. Ob ihr das auch nützlich findet. Und ob ihr auch genervt seid, dass Niantic die Punkte nicht angibt. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt meinen Shop ab. Checkt Twitter, Facebook und Instagram von mir ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.